So, eine neue Folge, Kanal Trivial. Wir sind noch immer bei unserem Landtags-Special. Wo sind wir heute? Heute Burg Wilhelmstein in Würseln. Okay. Und wer bist du? Ich bin der Werner, Werner Feil. Okay. Welche Partei? Das wäre auch noch spannend. Für die FDP. Okay. Warum hast du damals oder irgendwann gedacht, FDP, das ist meine Partei, da werde ich jetzt Mitglied? Ich war begeistert von Genscher und nach dem Studium bzw. nach dem Referendariat habe ich gedacht, ein bisschen politisch sich engagieren wäre gar nicht verkehrt und da kamen mir die Liberalen am nächsten. Was hat der damals so gemacht, wo du gesagt hast, boah, das ist jetzt toll? Also er war ja damals, die Wiedervereinigung war gerade vonstatten gegangen und er war derjenige, der mit Kohl zusammen das ausgehandelt hat und ich fand, er hat eine gute Politik gemacht. Ja, was jetzt? Also war da irgendwie ein Thema, wo du jetzt gesagt hast, der ist jetzt hier super für Bürgerrechte eingesetzt oder der hat jetzt hier da zwischen gegrätscht und gesagt, nee, das machen wir jetzt nicht so? Eher wie die Wiedervereinigung vonstatten gegangen ist. Mhm. Das fand ich eigentlich eine ganz gute Sache. Und dass wir wieder vereinigt waren, die jetzt neuen Bundesländer und die damals alte BRD, ich fand ihn toll. Ja. Gut, was machst du sonst so? Also womit verdienst du dein Geld sonst? Geld muss ich auch verdienen. Ich bin Anwalt von Beruf, Fachrichtung für Bau- und Architektenrecht und Miet- und Wohnungseigentum. Das ist auch so ein Klassiker bei euch in der FDP, oder? Anwalt zu sein? Ja. Nicht unbedingt. Es gibt den einen oder anderen Anwalt bei uns, aber es gibt auch unheimlich viele andere. Also bei mir im Kreisverband, glaube ich, bin ich der einzige Anwalt. Ist ja auch gut, dann kommen die wahrscheinlich dann alle zu dir und sagen, Werner, sag doch mal, wie sieht's jetzt da aus? Nee, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Du bist aber auch auf der Liste, das heißt, wenn ihr jetzt ein gutes Ergebnis habt, dann ziehst du wahrscheinlich auch in den Landtag ein, oder? Oder musst du dein Direktmandat holen? Bei Direktmandaten ist in der FDP immer etwas schwierig. Wäre schön, es gibt das ein oder andere, aber ich bin auf Listenplatz 12 und das sieht ganz gut aus, wenn wir über 5% kommen. Dann bist du dabei. Würdest du dann deine Rechtsanwaltstätigkeit aufgeben oder sagst du, ich krieg das beides dann unter einen Hut? Nee, ich bin ja kein Einzelanwalt, sondern ich habe mit einem Kollegen zusammen eine Kanzlei. Wir sind insgesamt zu siebt und da haben wir schon Regelungen getroffen, dass wenn das funktioniert, da auch die Kanzlei weiterläuft. Also bei uns sind ja auch genug Angestellte, also wir wollen schon den Betrieb am Laufen halten, weil wir mehrere Familien damit auch ernähren. Ja, man kann das ja auch dann irgendwie dosieren, dann gerade als Selbstständiger, ne? Ja klar, deswegen sage ich ja, wir sind zu siebt. Was würdest du denn jetzt heute sagen, was so typisch FDP-Politik ausmacht? Nach wie vor setzen wir uns für die Freiheit jedes Einzelnen ein. Das heißt, man muss bestimmte Rahmenbedingungen so gestalten, dass jeder sein Leben selber gestalten kann, frei gestalten kann. Und im Endeffekt die Ziele, die jeder hat, die auch jeder junge Mensch hat, auch verwirklichen kann. Und so wirtschaftspolitisch wird ja immer gesagt, FDP, die sind so neoliberal, die wollen dann komplett freie Märkte oder wie würdest du das definieren? Ich glaube, man darf keine Partei auf nur ein einzelnes Thema beschränken. Wir sind für beste Bildung, eigentlich sagen, im Bildungsbereich muss was gemacht werden. Wir sind für ausreichend fließenden Verkehr. Das heißt, eine NRW als Stauland Nummer 1 sollte da auch ein bisschen weiter fortentwickelt werden, sodass wir wieder Straßen- und Schienenverkehr haben, der fließt, damit wir nicht im Stau stehen. Und wir sind natürlich auch für eine funktionierende Wirtschaft. Wir sind im Moment im Vergleich aller Bundesländer an letzter Stelle als bevölkerungsreichstes Bundesland. Und ich glaube, da kann man schon einiges ändern, denn wir sind ja ein starkes Land als NRW. Ja. Du hast gerade den ÖPNV angesprochen oder Verkehr generell und euch wird ja auch immer nachgesagt, so, ihr seid so die Autofahrerpartei, dass ihr euch halt für den Autofahrer an sich, also für den individuellen Autofahrer stark macht. Aber jetzt hast du gerade ÖPNV angesprochen, wollt ihr denn dann jetzt dann Bus und Bahn mehr fördern, dass das halt in NRW stärker gemacht wird, dass die Leute vom Auto weggehen und mehr ÖPNV machen oder wie sieht da euer Plan aus? Ich glaube, wir unterstützen zum einen den Neubau und die Sanierung von Brücken, den Ausbau von Autobahnen und dass nicht so viele Baustellen auf den Autobahnen so lange dauern, damit man schneller wieder an den Punkten vorbeikommt, die eigentlich gefahrträchtig sind durch die Autobahnbaustellen. Wir setzen uns für einen Ausbau der Landesstraßen ein, was ja auch wichtig ist, und Radschnellwege da, wo sie sinnvoll sind, auch. Mhm. So, der ÖPNV gehört mit dazu in das Gesamtpaket. Man muss also insgesamt gucken, wie kann der Verkehr am besten fließen. Und dazu muss
nehmen wir das Beispiel Bahn, das dritte Gleis muss genauso gebaut werden, damit der Lkw-Verkehr von den Häfen, von den Seehäfen Amsterdam und Rotterdam fließen kann über die Bahn ins Ruhrgebiet, und auf der anderen Seite werden dadurch die Straßen wieder entlastet. Also im Endeffekt, das Gesamtpaket muss stimmen. Ja, du hast gerade die Baustellen angesprochen, es wird ja auch immer gesagt, NRW-Baustellenland. Und was wollt ihr da machen? Also ich sehe nachmittags zum Beispiel, dass dann oftmals gar keine Leute in den Baustellen sind. Wollt ihr dann, dass die Leute dann da mehr arbeiten, oder wo drückt da eigentlich der Schuh, dass dann bei den Baustellen das nicht schneller vorangeht? Ich glaube, die Schnelligkeit, das, was du sagtest, ist der eine Punkt. Man kann mit Sicherheit schneller arbeiten, wenn die Planungsverfahren schneller abgewickelt werden. Mhm. Es ist so, dass die Bundesregierung ausreichend Geld zur Verfügung gestellt hat, um die Straßen in NRW entsprechend auszubauen. Aber die Planungen in NRW, die waren noch nicht so weit. So, das heißt, man muss auf der einen Seite Planungen vorhalten von Strecken, die man ausbauen will. Und dann natürlich auch solche Verträge mit den Baufirmen machen. Das sind ja keine staatlichen Firmen. Das sind ja Baufirmen, mit denen man dann Verträge macht und sagt, es muss aber ein beschleunigter Baufortschritt durchgeführt werden. So, und das geht ja, jeder Arbeitgeber kann sein Personal ja so einsetzen, mit unterschiedlichen Gruppen zum Beispiel, dass er bestimmte Arbeiten schneller durchführen kann. Es muss ja auch nicht sein, dass eine Baustelle ein halbes Jahr leer liegt und man sieht die Barken und fährt ein halbes Jahr daran vorbei, merkt aber nicht, dass irgendwas passiert. Das hat ja Gründe. Ja, aber warum stoppen die denn dann? Also wenn die ja die Baustelle einmal anfangen, dann ist ja da schon irgendwas geplant worden. Aber warum machen die dann zwischendurch dann, du sagst da, einfach Pause? Es gibt immer Bauabschnitte, ja, in denen man plant und in denen man ausführt. Wenn aber jetzt eine Planung nicht nachkommt, dann liegt die Baustelle erstmal da. So, und wenn man eine... Und das liegt dann am Land? Das liegt nicht am Land, das liegt unter anderem daran, dass bestimmte Aufträge nicht schnell genug abgewickelt werden, dass Planungsverfahren zu lange dauern, dass vielleicht irgendein Sachbearbeiter mit einer Prüfung nicht schnell genug war. Mhm. So, und wir sind der Meinung, dass manches aber beschleunigt werden kann. Und wie? Also was wird dann da beschleunigt? Wird dann gesagt, okay, wir setzen jetzt hier die Fristen kürzer, oder das wird dann direkt gemacht, oder das wäre klassischer Bürokratieabbau, oder? Das ist ja auch. Ja, man kann Fristen kürzer setzen, man kann aber auch die Anforderungen, die an solche Bauvorhaben gestellt werden, reduzieren. Dass zum Beispiel ein Sachbearbeiter für drei Prüfschritte verantwortlich ist, statt jeder einzelne Prüfschritt auf drei Sachbearbeiter verteilt. Da muss sich jeder neu einlesen, jeder muss eine Expertise machen, so kann man das komprimieren. Mhm. Also es gibt ja unterschiedliche Wege im Planungsrecht, wie man es beschleunigen oder vereinfachen könnte. Ja, wir haben, wie bei jedem Kandidaten, haben wir uns mal die Wahlplakate rausgesucht, und wir lassen uns dann immer von den Kandidaten dann erklären. Erklären das da drauf. Genau, weil manchmal ist das doch ein bisschen kompliziert. Das haben wir hier. Ja, da bin ich. Ja. Für Veränderungen muss man kämpfen. Ist ein Slogan, für den ich stehe, weil ich sage, also was man will, das kann man durchsetzen, man muss nur hartnäckig dranbleiben. Was brauchen wir denn für Veränderungen? Das ist ja auch so dann so allgemein. Es geht um unser Land. Ja, wir als Grenzregion, wir liegen in NRW, ja, und da sind die Themen Tihange, Maut, grenzüberschreitende Zusammenarbeit von Schulen, Hochschulen, Grundschulen schon Thema. Und ich bin seit Jahren im Städteregionstag, vorher im Kreistag gewesen, und ich weiß, wie langwierig manche Anträge, die wir vor Ort als Kommune oder als Kreis machen, wie lange das dauert, bis dann auf Landesebene irgendwas passiert. Ja. Und da wünsche ich mir manchmal, dass es schneller geht, auch da schneller geht. Zum Beispiel hat die Klage gegen gegen Tihange. Die Klage, die hat Rheinland-Pfalz als erstes mit unterstützt, bevor das Land NRW dem beigetreten ist. Und da sage ich ganz einfach, auch dafür muss man kämpfen, dass so eine Grenzregion gehört wird. Und das soll der Slogan sein. Okay. Ja. Grün-rote Wirtschaftspolitik. Das andere Wort für Sabotage. Na gut, das ist ein Slogan, den Christian Lindner wohl so braucht. Ein Freund von dir, oder? Wir kennen uns ja ganz gut. Er ist im Landesvorstand, ja. Und ich glaube, aber er kennt auch andere sehr gut, von daher. Ja. Und der Slogan als solches, sage ich mal, wir könnten aus unserem Land sehr viel mehr machen, wirtschaftspolitisch sehr viel mehr machen. Und wenn man das unterlässt, kann man das auch Sabotage nennen? Fragezeichen. Das ist aber ein Punkt. Ja, ich setze mal ein Fragezeichen dahinter.
Aber ihr profitiert ja auch schon so von dem Lindner. Es reden alle immer vom Schulz-Effekt, aber es gibt, glaube ich, bei euch eher so den Lindner-Effekt, so, der euch da pusht, oder? Ist ja schon so ein Sympathieträger, wenn er dann hier nach Aachen kommt, Oldtimer-Rallye, das ist ja auch dann immer Werbung für euch, weil jeder assoziiert den ja mit der FDP. Ja, ich glaube aber, Christian Lindner ist jemand, der sehr engagiert und sehr viele Termine wahrnimmt, der im ganzen Bundesland NRW unterwegs ist im Moment für die Landtagswahl. Und dass er das macht, finde ich, ist gut, kommt gut bei den Bürgern an und man kann ja auch mit ihm reden bei den Einzelveranstaltungen. Ja. Und von daher, alles okay. So, dann unser letztes. Nichts tun ist Machtmissbrauch. Ja. Diejenigen, die gewählt wurden, Rot-Grün, von den Bürgern, ja, die haben die Möglichkeit, Probleme der Bürger zu lösen oder Neues anzustoßen. Und wenn Frau Kraft gefragt wurde in einem Interview, was haben sie denn noch an neuen Vorhaben vor, und sie fand ihren Zettel nicht, auf dem die Sachen aufgeschrieben waren, na gut, dann sage ich, ob das die richtige Antwort dann war auf die Frage. Aber ihr hättet ja auch als Opposition dann da Impulse setzen können, so, guck mal, Hannelore, mach doch mal hier mehr. Ich glaube, das haben wir auch gemacht. Es gibt genug Anträge der FDP, nur wenn die von der Mehrheitsfraktion nicht gehört oder angenommen werden, dann fällt man mit solchen Anträgen runter. Das ist aber egal bei welcher Mehrheit immer so. Die Opposition hat es schwer, die Opposition weist auf Fehler der führenden Politiker hin. Aber ist es nicht eigentlich besser dann so einem politischen Konstrukt, dass man dann lieber konstruktiv zusammenarbeitet und dann nicht guckt, okay, ja, das ist jetzt von der FDP, das blockieren wir, obwohl es eigentlich Sinn machen würde? Das wäre so. Also zum Beispiel in der Städteregion, ich nehme jetzt ein Beispiel hier vor Ort, in der Städteregion ist es so, dass wir viele Anträge gemeinschaftlich auch durchbekommen. Egal von wem der jetzt gestellt ist, wenn das ein vernünftiger Antrag ist, dann wird darüber abgestimmt und wenn die Mehrheitsfraktionen meinen, ja, das ist okay, dann stimmen die dem auch zu. Das ist mit Sicherheit bei dem einen oder anderen Antrag auch auf Landesebene so. Es wird nicht alles strittig entschieden und alles abgelehnt, was die Opposition macht. Aber in manchen grundlegenden Sachen fehlt leider diese Einheit oder Einigkeit. So, und dann kriegt man natürlich Anträge der Opposition nicht so gut durch. Würdet ihr das denn dann anders machen? Jetzt mal hypothetisch gesehen, ihr kommt jetzt mit der CDU zusammen, habt dann über 50% und die SPD macht dann einen guten Antrag. Würdet ihr den dann auch umsetzen? Ich glaube, also diese hypothetische Frage, weiß ich nicht, ob wir mit der CDU zusammenkommen werden. Das hängt ja auch von den Wahlen ab. Aber ich glaube schon, dass es der Politik, wenn man für den Bürger Politik machen will, sinnvoller ist, vielleicht das eine oder andere dann auch was von der Opposition kommt, sich mal gründlich anzuschauen und dann zu sagen, ja, wir machen das so oder wir machen es mit 2-3 kleinen Änderungen. Ja. Ja, wir haben auch noch unsere Zuschauerfragen. Wir hatten ja auch ein paar Zuschauer, die, wo haben wir sie? Ach nee, die habe ich hier. So, sind wir hier in der Hosentasche. Und zwar wollten die Zuschauer wissen, zum Thema Karfreitag und Nachttanzverbot. Seid ihr dafür oder dagegen? Also die Julis haben da schon Anträge zugestellt. Die Julis, das sind die Jungliberalen bei uns und die wollen das aufgehoben haben. Und ihr auch? Also oftmals werden ja Jugendverbände dann einfach ausgeblendet oder so. Ja, ist ja schön, was ihr macht. Bei uns gibt es auch entsprechende Parteitage, in denen die Julis dann diese Anträge stellen. Und es gab so einen Antrag auch bei uns im Landesparteitag und ich meine, der wäre auch positiv beschieden worden. Okay. Dann G8 oder G9, wofür seid ihr? Also Bildung? Ja, wir sagen, also die Reform. Manche Schulen kommen gut mit der Reform um, können gut damit umgehen, andere Schulen weniger. Und wir wollen eigentlich den Schulen die Freiheit geben. Das heißt, jede Schule vor Ort soll selber entscheiden, will sie zum alten Modell G9 zurück oder will sie bei G8 bleiben. Und am optimalsten wäre es natürlich, wenn in einer Stadt mehrere, das heißt zwei Alternativen auch angeboten werden, sodass die Schüler und auch die Eltern entscheiden können, will ich mein Kind jetzt auf Gymnasium mit G8 oder mit G9 schicken. Ja. Thema Cannabis. Seid ihr pro Legalisierung oder sagt ihr, nee, ist doof? Auch da haben die Julis einen Antrag gestellt bei uns. Das sind die Fortschritte. Wir sind ja richtig politisch am Arbeiten. Genau. Und wir sind für die Legalisierung. Okay. Und dann ist wahrscheinlich auch wieder ein Lieblingsthema von euch. Thema Maut. Seid ihr dafür oder dagegen? Dagegen. Ganz klar dagegen. Aus unterschiedlichsten Gründen. Der eine Grund, hier als Grenzregion, die Maut bringt uns keine Vorteile, nur Nachteile. Als zweites glaube ich auch, dass die Maut wirtschaftlich nicht das bringt, was man sich davon verspricht, sondern dass eigentlich nur mehr Kosten entstehen und hinterher der Gewinn aufgezehrt wird von bürokratischen Maßnahmen und im Endeffekt da
nichts von nichts mehr übrig bleibt. Ich habe da so ein bisschen das Gefühl, dass sich irgendwer in Bayern was in den Kopf gesetzt und wenn das auf Teufel komm raus jetzt durchdrücken und... Das war auch so. Ich glaube, dass man der CSU auch irgendwas als Gewinn der Regierung geben musste und deswegen gab es diese Mehrheit zwischen Schwarz-Rot, dass die Maut durchging, obwohl Frau Merkel selber gesagt hatte, die Maut gibt es nicht unter ihrer Regierung. War ein Fehler meiner Meinung nach, aber wir warten mal ab, was der EuGH dazu sagt, vielleicht kippt er das Ganze noch und dann bleibt es so, wie es jetzt ist. Ja, wir kommen zur letzten Frage. Am Ende darf dann immer jeder Kandidat nochmal sagen, warum jetzt seine Partei oder Fraktion dann im Landtag jetzt gewählt werden soll, was dann euer super Alleinstellungsmerkmal ist gegenüber den anderen. Ich glaube, da gehe ich wieder ganz zurück auf den Beginn unseres Interviews. Ich habe gesagt, nicht Genscher, sondern war ein guter Politiker, sondern die Freiheit jedes Einzelnen. Wir setzen uns dafür ein, dass jeder sein Leben so gestalten kann, wie er es möchte und wir wollen die Rahmenbedingungen so setzen, dass möglichst wenig Gesetze diese Gestaltung des eigenen Lebens einengen. Und wer für ein freies Leben stimmen möchte, der kann uns wählen und ich glaube schon, dass wir mit vielen Punkten, auch in unserem Wahlprogramm, was man sich ja mal anschauen kann, schon überzeugen. Ja, Dankeschön. Bitteschön.